Hallo, ich bin der Big Potato Fish. Und heute zeige ich euch, wie man Riecht verdächtig spielt. Du riechst verdächtig. Verdächtig nach Spaß? Komm, ich zeig dir, wie es geht. Sammel all deine Freunde am Riff ein. Steck ein paar Karten in den Kartenspender, aber achte darauf, dass sie richtig rum sind. Jetzt wählt ihr einen Spieler aus, der der Fragensteller ist. Er gibt jedem Spieler einen Fisch. Alle Fische müssen rote Heringe sein, außer einer, der echte blaue Hering. Und zeig sie niemandem. Wenn du bereit zum Losschwimmen bist, hält der Fragensteller die Fragekarte hoch und liest sie laut vor. In Brasilien wurde ein Mann getötet, als was durch sein Dach fiel. Jeder rote Hering muss sich eine falsche Antwort ausdenken und sie dem Fragensteller nennen. Ein Hubschrauberpropeller. Ein Kühlschrank. Seine Frau. Aber der echte Hering muss die genaue Antwort sagen, die auf der Rückseite der Karte steht. Eine Kuh. Eine Badewanne. Jetzt muss der Fragensteller versuchen, die falschen Antworten eine nach dem anderen herauszufinden. Aber es wird kein einfaches Schwimmen. Wenn er den echten Hering aufdeckt, bevor er alle roten Heringe gefunden hat, ist sein Zug zu Ende. Nee, die Frau durch das Dach fallen. Nee. Dir glaube ich es auch einfach nicht. Nun ja, bis jetzt hat der Fragensteller zwei rote Heringe gefangen. Er kann zu jeder Zeit aufhören und die Fische einsacken, um Punkte zu bekommen. Oder er kann weiterfischen. Wo soll die Kuh hergekommen sein, ne? Das ist Quatsch. Sicher? Ja, jetzt nicht mehr, aber vorher schon. Sieht so aus, als wäre der Fragensteller hier abgesoffen. Er hat aus Versehen die richtige Antwort geangelt. Also ist sein Zug zu Ende. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Punkte. Der Fragensteller bekommt einen Punkt für jeden Fisch, den er erfolgreich gefangen hat. Er hat zwei rote Heringe gefangen, aber dann hat er den echten Hering erwischt. Das heißt, sein Zug endet und er bekommt keine Punkte. Diese beiden Spieler wurden beide vom Fragensteller gefangen. Wenn ein roter Hering vom Fragensteller umgedreht wird, bekommt er nichts, also 0 Punkte für beide Spieler. Dieser Spieler ist auch ein roter Hering, aber seine Antwort wurde nicht ausgesucht, weil er nicht gefangen wurde. Das heißt, er bekommt einen Punkt für jeden Fisch, der umgedreht wurde. Also insgesamt 3 Punkte. Dieser Spieler war der echte blaue Hering. Da er den Fragensteller getäuscht hat und gefangen wurde, bekommt er nun einen Punkt für jeden Fisch, der noch nicht umgedreht worden ist. Jetzt geht das Spiel genauso weiter. Jeder Spieler kommt als Fragensteller dran und muss somit erraten, wer die roten Heringe sind und so viele von ihnen wie möglich aufdecken. Je nachdem, wie viele Spieler ihr seid, kommt jeder von euch ein- oder zweimal als Fragensteller dran. Und wenn ihr dann nach einem Tag auf See heimkehrt, dann tretet auch dem Potato Club bei. Dort könnt ihr regelmäßig nach kostenlosen Spielen und anderen Preisen angeln. Darüber bekommt ihr auch Ersatzteile, falls ihr sie braucht. Na, bereit Segel zu setzen? Ja, Mitties! Mm-hmm.